Besonders wir Sportler, wir sollten natürlich ganz genau darauf achten, dass wir genug Schlaf bekommen. Neben der üblichen Müdigkeit bekommen wir nämlich dann auch sonst sehr schnell Probleme mit der Regeneration und den ganz anderen jetzt gerade genannten Bereichen. Wirklich total unterschätzt, jetzt hoffentlich aber natürlich nicht mehr. Sind Sie gerade wach? Fit, ausgeruht? Fühlen Sie sich nach der letzten Nacht, nachdem Sie gerade geschlafen haben, fit, regeneriert? Oder gehören Sie zu den immer größer werdenden Anteil an Deutschen, immer mehr von uns nämlich, die nicht ausreichend bzw. einfach schlecht schlafen? Zwei Probleme, Qualität des Schlafens und die Quantität. Und darauf gehe ich auch gleich ein. Die Folgen, die zeigen sich schon im Alltag, doch besonders als Sportler. Wenn Sie viel Sport machen, sei es Joggen, sei es Krafttraining, sei es Fußballspielen, was auch immer, haben Sie eine Menge Nachteile, wenn Sie nicht ausreichend Schlaf bekommen. Welche Gefahren lauern und wie negativ unser Training dadurch beeinflusst wird, das habe ich mir für Sie einmal angeschaut. Bleiben Sie dran. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankungen und was wir natürlich selber dagegen tun können. Und Themen wie Ernährung, Sport, Bewegung gehören da natürlich ganz elementar dazu. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Mal ein Fakt gleich zu Beginn. Mittlerweile berichten ca. 80% aller erwerbstätigen Deutschen, dass sie schlecht schlafen. 4 von 5. Das sind ungefähr so 34, 35 Millionen Menschen, die nicht ausreichend erholt aufwachen und tagsüber müde, schlapp sind, Konzentrationsprobleme haben etc. Viele Menschen merken das dann daran, dass sie halt tagsüber müde sind, wie gesagt, erschöpft sich fühlen, aber auch gleichzeitig zum Beispiel gereizt sind und gleichzeitig sind die Auswirkungen Sport aktuell ja noch ein Bereich, über den viel zu wenig Menschen Bescheid wissen, worüber sie gar nicht nachdenken. Aber wenn sie Sport machen nach der Arbeit, zum Beispiel neben der Familie, und dann da natürlich immer durchhängen, logisch, erreichen sie nicht ihre Ziele. Ich habe mir deswegen einmal angeschaut, welche Auswirkungen zu wenig Schlaf speziell auf unser Training hat, auf die Muskulatur, Konzentrationsfähigkeit, Regenerationsfähigkeit, was da halt passiert. Eins ist wichtig und das sollten Sie ab jetzt für sich verinnerlichen. Schlaf gehört genauso dazu, um sportliche Erfolge zu erzielen. Da ist egal, ob man jetzt Amateur ist, ob man einmal in der Woche trainiert, ob man dreimal in der Woche trainiert, Profisportler ist, sei es mehr Muskelwachstum, mehr Ausdauer beim Joggen zum Beispiel, mehr geistige und körperliche Schnelligkeit, wie das Training an sich auswirkt, wie Ernährung sich auch auswirkt und halt Schlaf auch als dritte ganz wichtige Komponente. Und diese drei Dinge, die sind entscheidend. Und meist vernachlässigen wir Schlafen oder den Schlaf am meisten. Danach kommt so die Ernährung und Training, Trainingsplan hingegen, da machen wir uns sehr viele, sehr professionelle Gedanken. Das heißt, gute Übungen, gute Variation, Abwechslung etc. Aber Schlaf ist, wie gesagt, genauso wichtig. Diese drei Säulen. Ab jetzt schauen Sie sich deswegen das Video einmal an, denn dann machen Sie es wie Lewandowski, Ronaldo und Co. Die achten nämlich genauso auf Ihren Schlaf wie auf das Training an sich. Gesundheitskiller Schlafmangel. 7 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht, das ist die Empfehlung. Das ist die allgemeingültige Aussage für guten Schlaf und klingt eigentlich ja auch recht einfach. Wenn man bedenkt, dass unser Körper im Schlaf nämlich, was passiert da, wichtige Regenerationsprozesse durchführt. Nicht nur vom Kopf, da wissen wir das ja mittlerweile, sondern vor allem auch von der Muskulatur, von unseren Zellen und sich sowohl halt körperlich als auch psychisch vom Tag erholt, dann sollten wir versuchen, so gut und so lange wie möglich zu schlafen. 7 bis 8 Stunden, das ist so die Empfehlung. Und ganz wichtig, natürlich kann man mal viel weniger schlafen. Man weiß auch ganz gut, dass wenn man während der Woche, so Montag bis Freitag, sagen wir mal, weniger schläft, so 6 bis 7 Stunden, dann ist es sehr gut, wenn man am Wochenende mal so 10 Stunden zum Beispiel schläft, Samstag und Sonntag, das holt das wieder relativ gut auf. Das ist sozusagen noch so ein alternativer Ansatz. Und logisch, mir ist auch klar, oft klappt das natürlich nicht. Oft ist es Stress im privaten oder auch beruflichen Umfeld, manchmal auch die Hitze oder einfach eine Phase, in der Sie einfach nur schlecht schlafen. Genau dafür habe ich aber auch gleich Tipps für Sie. Die genauen Gründe für Schlafmangel sind vielseitig und Sie sollten sich unbedingt genauer damit beschäftigen, falls Sie bemerken, dass Sie schlecht schlafen. Das ist nicht nur so, oh, ich schlafe immer schlecht, sondern wirklich, neben natürlich dem Fakt Training, was wir uns jetzt anschauen, hat das natürlich auch viel mit der Psyche zu tun. Das ist ein Risikofaktor zum Beispiel für depressive Verstimmungen. Für heute konzentrieren wir uns aber einmal auf die Auswirkungen halt von Schlafmangel auf den Sport. Und das sind eine ganze Menge, denn schlechter Schlaf beraubt uns einer ganz wichtigen Regenerationsmöglichkeit. Das ist somit
der Kern quasi, Regenerationsmöglichkeit für die Zelle, für das Immunsystem, um wieder Power für das nächste Training zu haben. Und daher ist es erstaunlich, wie wenig eigentlich darüber bekannt ist, wie Schlaf unsere Ergebnisse wirklich im Sport beeinflusst. Und wenn Sie natürlich sportinteressiert sind, wollen, dass Ihre Muskeln wachsen, Körperfett Sie abnehmen, dann empfehle ich Ihnen einmal meine Ratgeber. Schauen Sie einmal auf meine Webseite nach. Da finden Sie meine Ratgeber zum Thema Ernährung, Nährstoffe, Supplements, zum Beispiel zum Muskelaufbau. Also hier einmal reinschauen. Die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, die hat kürzlich schon einmal darüber berichtet, dass Schlafmangel unsere sportliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Da stand endlich mal so ein Artikel drüber, wurde auch quasi höchste Zeit. Unter Freizeitsportlern sind die Auswirkungen aber fast unbekannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch für Sie gleich so ja einige Aha-Erlebnisse kommen werden. Was löst Schlafmangel im Körper aus? Aber ganz entscheidend, das ist schon das Wichtige jetzt an dem Video, dass Ihnen das bewusst wird, wie wichtig Schlaf für körperlichen oder sportlichen Erfolg ist. Im Schlaf wird unser Körper regeneriert. Das Herz kann sich ausruhen. Die unterschiedlichen Schlafphasen fördern die Herzgesundheit und Zellen und Gewebe erneuern sich. Ein gesunder Schlaf unterstützt außerdem das Immunsystem. Und das schützt uns dann langfristig natürlich vor Krankheiten. Gerade wenn wir natürlich regelmäßig Sport machen wollen, wenn wir nicht wollen, dass wir alle 2 Monate vielleicht wegen Schnupfen, Husten etc. ausfallen, kann das was mit Schlafmangel sozusagen zu tun haben. Während wir schlafen, produziert der Körper nämlich sogenannte Zytokine. Und die helfen dabei, Infektionen abzuwehren. Die sind ganz entscheidend, die sind ganz wichtig. Beides Aspekte, die für unseren sportlichen Erfolg nicht unwichtig sind. Und genau deswegen werfen wir jetzt einen genaueren Blick nochmal darauf. Und dabei schauen wir uns einmal den Profibereich an. Nämlich im Profisport, da hat sich mittlerweile herumgesprochen, wie wichtig Schlaf ist. Ein Körper, der tagtäglich Höchstleistungen erbringt, braucht nämlich ausreichend Ruhe, um sich zu erholen. Im Leistungssport wird daher sehr genau hingeschaut und geprüft, wie die Schlafqualität, die Schlafphasen, die Schlafdauer verbessert werden kann, um am Ende dann natürlich eine optimale Trainingsvoraussetzung zu haben. Und dafür haben die Profis, die Sportler, mittlerweile auch Schlafprofis, sozusagen Schlafcoaches. Und auch für uns Freizeitsportler bieten sich da einige Methoden, die uns schnell weiterhelfen und verhindern, dass unser Trainingserfolg leidet. Von einigen Profisportlern jetzt, wie beispielsweise, ganz typisch hört man da oft Cristiano Ronaldo oder auch Robert Lewandowski, die beiden, da wissen wir sogar, dass sie sehr, sehr genau darauf achten, die haben das in Interviews mal gesagt, in Zeitschriften liest man das, wann sie wie schlafen und dabei auch besondere Modelle, Strategien quasi nutzen. Und warum sollen wir diese wichtigen Erkenntnisse hier auch für uns im Alltag als Normalo quasi übernehmen? Und solche Modelle bzw. Schlaftrainer helfen den Profisportlern dann, klar, die typischen Folgen von Schlafmangel nämlich zu vermeiden. Wenn sie selbst sich morgens schon schlapp fühlen, unausgeruht fühlen, ist das ein erstes Anzeichen natürlich. Da geht es nicht nur darum, dass Sie weniger Kraft haben für das Training, sondern vor allem auch um Konzentrationsschwierigkeiten, Motivationsschwierigkeiten. Man hängt so ein bisschen durch, man hat keine Lust zu joggen, der ganze Körper fühlt sich platt. Logisch, Motivationsschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsstörungen, eine eingeschränkte Aufnahmefähigkeit. Damit ist natürlich keine optimale Trainingsleistung möglich, logisch. Und das beginnt auch schon bei den Kindern, das ist auch wichtig. Stattdessen für Sportler, und damit meine ich jetzt explizit Sportler wie wir, also wie Sie, wie ich, unsere Kinder. Bei uns liegt das Problem noch tiefer als die reine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, denn wir riskieren auch aktiv Verletzungen, wenn wir unausgeruht trainieren. In dieser Studie hier zeigt sich, dass das Verletzungsrisiko durch eine verringerte Reaktionsfähigkeit, und logisch, die ist verringert, wenn man übermüdet ist, und eine verringerte Genauigkeit auch in der Bewegung, dass dann das Verletzungsrisiko stark ansteigt. Je komplexer das Training ist, desto stärker fallen auch die Folgen von Schlafmangel ins Gewicht. Das klingt irgendwie banal und irgendwie so, nicht richtig greifbar, ist aber so. Das bedeutet für uns, dass wir effektiv häufiger verletzt pausieren müssen, wenn wir zu wenig schlafen. Daneben natürlich, wie ich gesagt habe, auch häufiger pausieren, weil zum Beispiel das Immunsystem reduziert ist. Wir riskieren eher Infekte, Erkältung etc., weil unser Immunsystem unter dem Schlafmangel leidet. Dazu komme ich gleich noch. Aber das sind alles Aspekte, vielleicht die jetzt gerade für das Training
Ja, denkt man, das kriegt man noch irgendwie hin mit Schlafmangel. Aber in Zukunft fällt man sozusagen irgendwann immer öfter aus. Und dann noch ein anderer Aspekt. Dazu kommt nämlich, dass Schlafmangel noch weitere Prozesse im Körper auslöst, beziehungsweise zum Beispiel zu Verdauungsproblemen führen kann. Und die wirken sich wiederum negativ auf die Nährstoffaufnahmen und die Versorgung des Körpers aus. Mit Makronährstoffen, mit Mikronährstoffen etc. Insbesondere in der Phase nach dem Training. Da sollte eine ausreichende Schlafdauer und dann aber auch Qualität des Schlafs gesichert werden. Das sind wieder die zwei Aspekte, Quantität des Schlafs und Qualität des Schlafs. Wir kommen gleich noch dazu, wie wir vor allem die Qualität unseres Schlafs steigern können, denn meist ist tatsächlich das Problem. Verschiedene Studien, wie beispielsweise diese hier, belegen immer wieder, dass Schlafentzug bzw. zu kurzer Schlaf starke Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit hat. Zwar sind in solchen Studien häufig nur Leistungssportler im Fokus. Für uns Freizeitsportler aber, klar, gelten viele der Beobachtungen auch. Warum nicht? Spielt genauso eine Rolle. Schlafmangel beeinflusst das Kardiovaskuläre, das Endokrine, kardiovaskulär, also Herz, Herz-Kreislauf, Endokrin, unsere Hormone, Hormonbildung und unser Nervensystem und sorgt damit dafür, dass wir unterm Strich weniger Trainingserfolge haben, uns weniger schnell steigern, häufiger verletzt sind, häufiger ausfallen. Das sind immer wieder diese Aspekte, die ich gerade schon genannt habe. Bestimmt kennen Sie das Sprichwort, Schlaf macht gesund. Und es stimmt, denn gerade im Schlaf wird, und darauf gehe ich jetzt nochmal ein, das Immunsystem besonders aktiv gegen unerwünschte bakterielle und virale Eindringlinge aktiv. Dann arbeitet es nämlich. Dazu machen die Immunzellen die Erreger ausfindig, klar, zerstören sie. Ist allerdings eine zu hohe Konzentration an Stresshormonen im Blut. Und Stresshormone, das ist dieses Cortisol, Adrenalin und all das bildet man quasi, wenn man aktiv ist, wie es beim Schlafmangel auch der Fall ist. Beim Schlafmangel bildet man viel davon, wird das Immunsystem dadurch heruntergefahren, damit der Körper sämtliche Energiereserven ja in eine erhöhte Leistungsfähigkeit stecken kann. Dafür sind die Stresshormone da. Und dadurch sinkt die Anzahl und die Aktivität der Abwehrzellen. Das Risiko für halt dann Erkältungen, sonstige Infekte etc., wie gesagt, steigt an. Das ist also der Zusammenhang. Also nochmal Zytokine, Stresshormone, so zwei wichtige Stichworte im Zusammenhang mit dem Immunsystem. Wie steigere ich meine Schlafqualität? So, jetzt genug einmal dazu. Ich hoffe, das haben Sie einmal verstanden und die Bedeutung auch, warum das so wichtig ist. Jetzt die Schlafqualität steigern. Dafür benötige ich nicht einmal die Hilfe eines Experten oder eines Teams von Sportwissenschaftlern. Wir zumindest als Normalo brauchen das nicht. Wenn Sie selbst bemerken, dass Sie sich häufig unausgeruht fühlen, Ihre Fortschritte stagnieren oder Sie häufig halt verletzt oder auch krank sind, dann kann, wie gesagt, Schlafmangel eine Ursache sein. Und wie gesagt, 4 von 5 arbeitenden Menschen in Deutschland haben Probleme mit dem Schlaf, also es ist sehr wahrscheinlich, dass Schlafprobleme sozusagen mit eine Rolle spielen. Als erste Maßnahme hilft dagegen natürlich, länger zu schlafen. Das klingt leichter gesagt als getan, denn viele von uns werden nach 6 Stunden von alleine wach, haben Probleme, die Schlafzeit ohne weiteres zu erhöhen oder es geht einfach nicht, weil man zum Beispiel Kinder hat oder weil man so früh zur Arbeit muss. Nicht jeder Mensch benötigt 8 Stunden und solange Sie sich ausgeruht fühlen, ausreichend fit fühlen, reichen Ihnen die 6 Stunden vielleicht sogar. Für alle anderen kann es helfen, einen festen Schlafrhythmus zu etablieren und diesen immer einzuhalten. Was heißt das? Zum Beispiel um 22 Uhr ins Bett zu gehen und morgens um 6 Uhr aufzustehen. Das entspricht dabei am ehesten unserem natürlichen Schlafrhythmus. Und wichtiger auch immer dieses vor 24 Uhr zu schlafen. Der Körper kommt nachts zur Ruhe und erhält genügend Zeit von 22 bis 6 Uhr, um sich zu erholen. Um das sicherzustellen, gebe ich Ihnen jetzt noch 3 schnelle Tipps, die die Schlafqualität erhöhen. Erstens, vermeiden Sie Lichtquellen, insbesondere blaues Licht am Abend. Das heißt, künstliches Licht von Fernsehern zum Beispiel, ganz typisch Smartphones etc. Das verlängert die Einschlafzeit und senkt gleichzeitig damit natürlich auch die Qualität des wichtigen REM-Schlafs. Ganz wichtig, Blaufilter anmachen, am besten so eine halbe Stunde bevor Sie schlafen, kein Handy mehr in die Hand nehmen, einfach zur Seite damit, brauchen Sie ja nicht mehr. Das ist wirklich ganz wichtig und das ist der häufigste Grund mittlerweile. Viele datteln ja nochmal direkt vorm Schlafen am Handy nochmal rum. Man checkt vielleicht auch nochmal E-Mails, die einem auch nochmal durch den Kopf dann gehen. Wirklich lassen Sie es. Es ändert letztlich auch nichts an Ihrem Leben und Sie können es am nächsten Morgen ja auch noch sehen. Sie werden fester und erholsamer dann schlafen, klar. Punkt Nummer 2 betrifft die Ernährung.
denn sie sollten abends auf Kohlenhydrate verzichten. Ein hoher Insulinspiegel stört den Schlaf und deshalb sollten wir den konstant niedrig halten, so niedrig wie möglich, zumindest abends nicht pushen. Kohlenhydrate, wo sind die drin? Klar, Reis, Nudeln, viel Brot, Süßigkeiten abends, alles Kohlenhydrate. Die lösen einen sprunghaften Anstieg des Insulins aus und wenn das dann nachts plötzlich abgebaut ist, wachen wir auf, weil wir quasi unterzuckert sind. Das sind unnötige Unterbrechungen in der Schlafphase und extrem schädlich halt für unsere Erholung. Und wenn wir eh vielleicht schon schlecht schlafen, dann ja, verstärkt es das noch. Punkt Nummer 3 wirkt sich auf den ersten Blick kontraproduktiv aus, denn ich empfehle Ihnen abends oder sehr spät abends keinen Sport zu machen. Ich weiß selbst, dass es manchmal im Alltagsstress natürlich nicht anders geht, aber Sport erhöht die Ausschüttung von Adrenalin, Cortisol. Das sind die Stresshormone, wie ich gerade erklärt hatte, im Zusammenhang mit dem Immunsystem. Und das stört auch unseren Schlaf. Solange die beiden Hormone durch unsere Blutbahn nämlich schwimmen, ist so an der Erholung nicht wirklich zu denken. Sport am Morgen sorgt dagegen dafür, dass wir die Hormone genau dann haben, wenn wir sie auch brauchen, nämlich sozusagen tagsüber. Wenn Sie doch abends Sport machen wollen, müssen, mir geht es auch oft so, dann versuchen Sie es halt so früh wie möglich. Aber was wirklich kontraproduktiv ist, und das merke ich selber auch, ist, wenn man vielleicht von 21 bis 23 Uhr eine lange Sporteinheit macht, zum Beispiel eine lange Fahrradeinheit zu Hause auf dem Hometrainer ist und dann völlig erschöpft sozusagen ins Bett geht, dann kann man einfach nicht einschlafen. Das sollte man sozusagen unbedingt vermeiden. Jetzt schreiben Sie gerne einmal Ihre Tipps auf, die Sie haben und achten Sie darauf einmal. Mehr Schlaf ist wirklich wichtig für sportliche Erfolge, auch für uns. Dafür müssen wir keine Profisportler sein. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.